R-E-W-I-N-F-I-D-E. Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer Folge von Minecraft Empire und herzlich willkommen hier in der Welt von Minecraft Empire, meine Freunde. Mit dabei ist heute wieder der gute Tobi, was geht? Hallo. Und da wir gerade eben quasi geleistet haben, meine Freunde, beziehungsweise für euch dann, wenn ihr die Folge seht, gestern, würde ich jetzt einfach mal ganz kurz hingehen und das Geschehen vom Livestream zusammenfassen, meine Freunde. Es ist wieder mal komplett eskaliert, aber wir haben etwas Positives erwirken können, denn, Tobi, was haben wir geschafft? Die anderen sind zurück in die Stadt gekommen. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Basti, Balui und Kevin haben sich zurück in die Stadt getraut. Meine Freunde haben sich uns angeschlossen. Plötzlich stand Kevin vor meinem Haus. Es war ultra weird, oder? Tobi, plötzlich stand er einfach da und hat einfach nichts gesagt. Ja. Und stand da und ich würde sagen, ich zeige euch hier einfach mal ganz kurz den kleinen Ausschnitt. Bitteschön. Hallo? Was zum Teufel? Ja, wir sollten doch kommen. Ja, das kommt jetzt ziemlich überraschend für mich. Also Balui ist auch auf dem Weg. Was ist das da? Das ist Tobi. Ja, ist eine lange Geschichte. Ja, warum, hallo. Weil Patrick, warum hast du eine Fliege, die dich begleitet? Weil Patrick Tobi mehrfach umgebracht hat und ich nur noch die Möglichkeit hatte, Tobi durch den Seelenspiegel zurück... Hör auf, er ist unsterblich, du kannst ihn nicht verletzen. Und Tobi ist durch den Seelenspiegel zurückgekommen und sieht seitdem halt so aus. Er ist quasi nur noch eine Seele. Wo sind die anderen beiden? Wo ist Balui und... Die sind schon hier. Deswegen, ich weiß nicht, also ich wollte nur kurz vorher was sagen, also Basti ist ein bisschen anders im Moment, ja? Also der ist nicht mehr so... Anders? Ich habe nur mitbekommen, dass er irgendwie im Baum feststeckt und wir ihn vielleicht einfach rausschneiden Basti müssen. Basti ist wieder da inzwischen, aber der ist... Gut, weil ist ich war, halt ein bisschen ich war kurz, anders, ja? Ihr müsst einfach ein bisschen Verständnis für Basti haben. Wenn ich ehrlich war ich kurz davor, Basti aus dem Baum einfach rauszuschneiden. Ich dachte, das würde ihm vielleicht helfen, aber gut, okay, da habe ich mich scheinbar geirrt. Leute, Subs und sowas lese ich gleich vor, keine Sorge. Wenn du ganz kurz, warte, ich versuche mal Balui kurz zu erreichen, kleinen Moment. Danke für diesen guten Morgen. Ja, sehr schön. Das Problem ist, wenn ich ganz kurz sprechen darf, unser König Corona hat ja ein königliches Dekret aufgesetzt, welches ihr sicherlich erhalten habt. Warum ist Early Boy sein Haus ein Baum? Das kann ich auch nicht erklären, das weiß ich nicht. Ich weiß absolut, dein Haus was hat sich in einen Baum verwandelt. In der letzten Zeit hier das passiert. Jedenfalls hat der König mich bestellt, für ihn vertretungsweise da zu sein, weil er die Hochzeit eines engen Familienmitgliedes wahrnehmen möchte. Wenn ihr vielleicht kurz aufhören würdet, fremdes Stadteigentum zu betreten und wir uns vielleicht kurz im Palast einfinden und da... Dekret, siehst du? Wir dürfen Jungs. Hier sein. Ja, Jungs, wo muss ich hin? Jungs, mach die Tür bloß nicht auf und sagt auch nichts Tana davon. Ich weiß, Balui. Balui, wir haben das, Balui, ich habe das als rechte Hand mit Corona gemeinsam aufgelöst. Mach die Tür zu. Ah, du bist nackt, oh mein Gott, was zum Teufel? Was zum Teufel, Mann? Zieh dir was an, verdammt nochmal. Baby, ruhig. Warum ist der nackt? Weil er sich an nichts erinnert, jetzt hat man ein bisschen Rücksicht. Warum hat er anstatt eines Penis ein Blatt? Komm mal mit, ich zeig dir was, Basti. Ist dein Penis da drunter, Balui? Wer ist das? Du bist perfekt vorbereitet. Warum ist das Blatt so klein? Balui? Wer bist du? Wer ist das? Ich bin die rechte Hand des Königs, Revinzeit. Guten Tag. Hallo, ich bin Basti. Basti. Komm mal mit, du bist perfekt für etwas vorbereitet. Nein, zieh dir was an. Basti, komm ruhig mit, wir geben dir erstmal Kleidung. Komm mal mit. Ich hab Kleidung, die hat mir Kevin schon gemacht, aber die ist viel zu eng. Ja, lass sie mal bitte an, wir laufen hier in der Stadt nicht nackt rum. Echt mal. Wenn ihr vielleicht euch ganz kurz im Palast einfinden würdet, wie gesagt, ich übernehme heute die Vertretung für den König. Der König ist auf einer Hochzeitsfeier, ihm scheint das wohl wichtiger zu sein. Jedenfalls. Bla bla bla. Ja, genau, dachte ich mir auch. Also wir dürfen wieder zurück und ich darf alles machen, was ich an Magie und Macht ausüben möchte. Das steht in dem Buch. Ja, das haben Corona und ich so aufgesetzt, Balui. Moment mal, warum sollen wir eigentlich in den Palast kommen? Balui, bleib stehen. Ich hab gesehen, meine Freunde, Kevin stand plötzlich vor meiner Haustür und dann haben wir erstmal mit allen ein bisschen länger diskutiert hin und her und haben die erstmal auf den neuesten Stand gebracht, meine Freunde, und haben versucht, überhaupt erstmal zu erklären, was hier los ist, meine Freunde. By the way, kann ich euch mal ganz kurz zeigen, was ich hier in meinem Garten gebaut habe. Das ist eigentlich ganz schön. Ich versuche, so einen kleinen Tempel zu bauen und so einen kleinen Hinterhof. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Das ist aber das Wichtige, meine Freunde, denn was viel, viel wichtiger ist, Leute, ist eigentlich das, was gestern Abend passiert ist. Machen wir einfach mal weiter. Es ging dann einfach voran, dass wir quasi hingegangen sind und einfach im Palast eine kleine Besprechung hatten, beziehungsweise ich erstmal alle auf den neuesten Stand gebracht habe, was dir überhaupt passiert ist, was mit Patrick los ist, was mit Gaia los ist und wie die Stadt im Moment zu leiden hat. Und ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal hier ganz kurz den Ausschnitt. Bitteschön. Wie gesagt, hört mir bitte ganz kurz zu, da ich jetzt heute Abend die Vertretung des Königs übernehmen darf und auch die von Masitrix und allen anderen, die scheinbar gerade nicht zugange sind. Jedenfalls hört mir zu. Wir erfahren... Bitte, Kevin, keine Musik. Wir erfahren immer weitere Angriffe seitens Gaias. Ich habe verschiedene Dinge
Und ja, bewerkstelligt. Ich habe mit Tobi verschiedene Fallen ausgeklügelt und Dinge ausgebaut, die eventuell dazu führen könnten, dass Gaias Armeen es in der Stadt hier deutlich schwerer haben. Und vor allen Dingen habe ich eine Menge Fluchttunnel. Gaias Armee, ich habe nichts gehört. Genau, das ist das Problem. Ihr habt nichts gehört. Und das die mussten eh nochmal gegossen werden. Jedenfalls, hört mir zu. Das größte Problem an der ganzen Geschichte ist, verdammt nochmal, dass Gaias Armeen auf dem Vormarsch sind. Wir haben verschiedene Söldnertruppen außerhalb, die immer für uns letztendlich einen Lagebericht abgeben. Und ihr erinnert euch an Kaktusmann, Petrit? Ihr erinnert euch an ihn? Ja. Er hat sich zu Gaia bekannt. Er ist einer der obersten. Niemals! Doch. Das würde der Kaktusmann niemals machen. Er hat es getan, Kevin. Er war lange nicht da, Kevin. Er hat sich als oberster Hexenmeister von Gaia geoutet und hat versucht. Er hat Tobi zu dem gemacht, was er jetzt ist. Wir konnten Tobis Seele nur noch retten. Den Rest hat Petrit einfach zerstört. Er hat einen Menschen mit einem. Ich habe das noch nie gesehen, Balui. Einspruch! Darf ich vielleicht ganz kurz. Was habt ihr für Beweise, dass der Kaktusmann auf Gaia seiner Seite Wir ist? Wir haben Augenzeugen, verdammt nochmal. Frag Tobi! Freunde, ja. Die Frage, die Tobi ich mir Geist, stelle, ist, zählt zur Zeit wer ist ich bin kein Geist. Dieser Gaia? Kann ich jetzt vielleicht mal ausreden, bitte? Hört doch mal auf. Also, Basti, das erklären wir dir später. Gaia ist ein großer, großer Bösewicht, eine große, große böse Macht, die uns versucht, ins Unwohl zu stürzen. Gaia ist die Bedrohung für unsere Stadt. Jedenfalls, Balui, Kevin, Basti. Alle. Jedenfalls ist es so, dass Petrit immer mit seinem Flügeltier hier in die Stadt kommt und versucht, die Kinder von Mo zu holen. Gaia ist auf der Suche nach... Mo hat Kinder bekommen. Ja, richtig. In der Zeit ist viel passiert. Jedenfalls ist Gaia im Moment auf der Suche nach unbefleckten Kinderseelen, wenn ihr versteht. Denn diese Kinderseelen scheinen eine Art Energiespeisung für ihn darzustellen. Scheinbar ist Gaia auf der Suche nach diesen Kindern. Und nun ja, Petrit scheint so etwas wie der Vollstrecker zu sein. Er scheint in den umliegenden Dörfern Kinder zu sammeln von Nichtmenschen, Elfen und auch anderen Kreaturen. Und ich habe keine Angst vor Petrit. Balui, Kevin, Kevin, hast du Hämorrhoiden? Kevin, komm zurück. Jedenfalls, Balui, hör mir zu. Petrit hat ein Schwert, welches einen Mann mit nur einem Schlag in zwei Hälften teilen kann. Ich bin kein Mann mehr. Balui, also heißt das, wir müssen alle zu einer Frau werden. Balui, nein, jetzt, bitte, nimm das Ganze doch mal verdammt nochmal ernst. Ich bin ein Mann. Nimm deinen verdammten grünen Penis aus deinem Mann, jetzt hört doch mal auf, bitte. Jetzt gerade gesehen, Leute, was soll ich sagen? Ich kann es einfach nicht in Worte fassen. Es ist natürlich nicht absehbar gewesen, was danach kam, denn Petrit hat danach tatsächlich die Stadt angegriffen. Wir haben es versucht abzuwehren und letztendlich ist Balui Petrit danach zum Opfer gefallen. Ich würde sagen, ich zeige euch hier einfach mal ganz kurz das Ausmaß des kleinen Angriffs von Petrit. Bitteschön. Was zum Teufel? Da oben ist der geflügelte Reiter! Da ist der! Er ist in unserer Stadt! Seid ihr da, Balui? Hallo? Ist der auf uns? Warum schießt der denn hier? Was ist denn los da? Da oben ist der, das ist Petrit! Der geflügelte Reiter, der Hexenkönig von Gaia, verdammt nochmal! Geflügelter Reiter! Greift ihn an! Au! Greift ihn an! Aber ich bin auf einen Angriff nicht vorbereitet. Na, wir müssen jetzt kämpfen, verdammt nochmal! Wenn wir ihn jetzt niederstrecken, dann hat Gaia eine heftige Schwächung. Schieß, verdammt nochmal! Tiere, um welche Kinder es geht. Um die Kinder von Mo. Basti, zieh dir was an, verdammt nochmal! Er kann doch die Kinder adoptieren, zieh dir was wenn an. Er möchte. Au! Nein! Komm, gib mir die Kinder. Guck da, sterben. Seht euch das an, er läuft über dunkle. Das ist. Was? Balui! Das bin ich! Balui? Was willst du denn? Willst du einen Kampf? Komm her! Willst du einen Kampf? Balui, wag es nicht! Balui, tu es nicht! Balui! Was hab ich gesagt? Balui, verdammt nochmal! Was habe ich gesagt? Gib mir die Kinder sofort! Seht ihr das? Er hat Balui zu Staub zerschmettert! Balui, wo bist du? Nee, ich bin nicht zu Staub. Nicht zerschmettert, mich zu Staub. Balui, hör mir zu. Du kannst durch dieses Schwert nur zweimal hingerichtet werden. Dann erscheinst du als gleiche Gestalt wie Tobi zurück. Dieses Schwert hat eine unendliche Macht, Balui. Der Baum kann dich nur einmal wiederholen. Nicht mal die Macht des Baumes reicht aus, um dich zurückzuholen. Ein zweites Mal. Balui, glaub mir einfach, wir haben diese Erfahrung. Balui, bitte! Balui, das zählt alles nicht, verdammt nochmal. Petrit und Gaia sind so mächtig, wir müssen uns gemeinsam gegen sie stellen. Oh Gott, ich glaube gleich, was ist hier? Weg hier! Lass dich nicht an dich ran! Greif ihn an! Revi! Du hast doch einen Eisdrachen. Basti nicht! Ihr habt gesehen, Leute, Balui ist einfach hingerichtet worden. Mit einem Schlag ist er zu Staub zerfallen und hatte keine Rüstung mehr, hat alles verloren, was ihm gehörte. Und Balui hat auf jeden Fall jetzt erst erkannt, wie mächtig Petrit als Hexenmeister von Gaia geworden ist. Wir müssen es auf jeden Fall vor ihm im Acht nehmen. Wir haben aber herausgefunden, Leute, dass wir mit dem Schwert, was Petrit quasi hat, Gaia in der großen Schlacht, die jetzt bald schon stattfinden wird, meine Freunde, schlagen können. Und dementsprechend haben wir jetzt einen möglichen Schwachpunkt von Gaia entdeckt. Wir müssen so irgendwie hinbekommen, Petrit dieses seltsame Schwert zu entreißen und irgendwie dieses Schwert dann gegen Gaia einzusetzen. Die große Schlacht steht einfach unmittelbar bevor, Leute. Wir werden auf jeden Fall alles
an eurer Hilfe brauchen. Also smasht hier auf jeden Fall schon mal Like-Button nach oben. Und ganz, ganz wichtig, schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, was wir alles noch an TNT-Maschinen und sonstigen Abwehrmaschinerie gerne auf die Mauer setzen sollen. Tobi und ich beginnen jetzt ab morgen quasi mit dem Bau einer riesigen Superwaffe, Leute, die auf jeden Fall für den Ernstfall gewappnet ist und auf jeden Fall uns im Kriegsfall helfen kann. Aber wie gesagt, es ist alles noch nicht ganz klar. Bei Louis muss ich definitiv mit Masitrix zusammentun, um diese magische Barriere und dieses magische Geschütz aufzubauen. Wir haben herausgefunden, dass wir die Möglichkeit haben, eventuell Handkanonen zu bauen, also Schusswaffen oder so heißt es, glaube ich, Tobi, ne? So wurden diese betitelt. Muskete, irgendwie sowas, keine Ahnung, aber wartet einfach mal ab. Wir forschen auf jeden Fall weiter, Leute, und wir haben auf jeden Fall das Gefühl, als würde quasi der große Angriff sehr, sehr kurz bevorstehen. Wir wissen noch nicht genau wann, aber es kann nicht mehr lange auf sich warten lassen. Jetzt heißt einfach Zähne zusammenbeißen, Leute. Wir werden jetzt alles hier in unserer Macht Stehende tun, um zusammen jetzt gegen Gaia und Petra vorzugehen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr bei Tobi vorbeischaut und mir einen Daumen nach oben da lasst. Und das war's von dieser kleinen Livestream-Update-Folge, Leute. Schaut auf jeden Fall bei Tobi vorbei, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und am Donnerstag geht's natürlich weiter mit einem fetten weiteren Stream. Und morgen geht's dann quasi mit dem Bau der Superwaffe los. Leute, haut da rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, haut da rein. Ciao, ciao.